Ja, Timon, 1:3 gegen die Alpenwollis. Was überwiegt gerade, die Freude, dass ihr nach einem schlechten ersten Satz zurückgekommen seid, oder der Ärger über die Niederlage an sich? Ich würde auf alle Fälle sagen, die Niederlage an sich, weil ich glaube, es war auch heute wieder mehr drin, wenn man sich das Spiel anschaut. Ich für mich bin nicht ganz unzufrieden, aber wir als Mannschaft müssen gucken, dass wir konstanter werden und weniger Fehler machen, und dann kann es auch in den kommenden Spielen besser werden. Vielleicht ein kurzes Wort zu dir persönlich. Beim letzten Heimspiel gegen Düren warst du schon dabei, aber mehr im Hintergrund auf der Bank. Heute kamst du auch auf die Platte, hast viele Punkte gespielt. Wie war es, wieder zurück zu sein? Du bist ja nicht ganz neu hier im Tal aus der Liga, aber wie war es für dich auch bei der Stimmung, 2200 Zuschauer heute? Gespielt im Tal aus der Liga habe ich eher öfters auf der anderen Seite bis jetzt. Ich war zwar vor 2 Jahren ja da, aber da habe ich nicht so viele Einsatzzeiten gehabt. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, auf der richtigen Seite sozusagen zu stehen, und mal schauen, was in den kommenden Wochen möglich ist. Es war jetzt das letzte Heimspiel, das letzte Punktspiel in diesem Jahr für uns. Es kommen im Januar aber Gegner, die alle in Schlagdistanz sind. Auf was wird es da ankommen, dass man schnell im Januar dann wieder in Tritt kommt? Ja, ich glaube, das ist genau richtig getroffen. Das sind die wichtigen Spiele jetzt gerade in Herrsching, dann in KW besonders. Es wird wichtig sein, dass wir von vornherein einen Rhythmus finden, nicht uns Zeit lassen in den ersten Sätzen, sondern von Anfang an da sind und die Gegner unter Druck setzen. Und dann wird da auch wieder was möglich sein. Timon Schippmann, Dankeschön.